Hallo Freunde, herzlich willkommen. Ihr seid bei den Parfümparten gelandet. Ich bin der Aki. Ja, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr seht, heute habe ich einen Handschuh an, einen anderen nicht. Ja. Ich habe ja euch im letzten Video oder vorletzten Video habe ich euch ja gesagt, ich nehme mal Nischendüfte rein. Heute habe ich für euch 5 Nischendüfte aus meiner Kollektion rausgenommen. Die werde ich euch natürlich erstmal alle in die Kamera reinhalten, deswegen auch nur der eine Handschuh, damit wir ein bisschen näher, damit ihr euch die Flasche anguckt, oder den Bottle anguckt. Ja, ja, und dann mache ich das Ding wieder an und aus. Ihr wisst, ich habe das ja mal gesagt, mein Objektiv fokussiert das nicht so. Und dann gehen wir einzeln auf die Düfte ein. Ja. Ich habe euch 3,5 leichte Düfte genommen. Die könnt ihr schon auch nicht bei ganz heißen Temperaturen, ist immer anstrengend, weil das sind sehr hoch konzentrierte Düfte, nicht? Also ich habe euch 3,5 leichtere Düfte genommen. Der halbe ist halt, der hat schon eine gewisse Oud-Note drin. Oud ist natürlich ein schwerer Duft, aber in dem Fall nicht. Deswegen 3,5. Und ja, dann haben wir halt als letztes noch ein bisschen schweren Duft. Den stelle ich euch vor. Es sind 2 Rosendüfte dabei. Ich mag Rosendüfte unheimlich viel. Das sind natürlich sehr schöne Rosendüfte. Ja, passt auf, Leute. Bleibt einfach dran. Gleich geht's los. Ja, Leute, da bin ich wieder. Wie gesagt, ich habe euch ja gesagt, ich zeige erstmal die Düfte so. Ja, dann fokussiere ich das und dann schalte mal kurz an. Ich mache ein kleines Päuschen und dann machen wir weiter. Oh, Leute, einen Moment. Oh, ich hoffe. Oh, hat er jetzt? Ja, ist schwierig zu fokussieren. Aber wir machen mal so weiter. So, Leute, guck mal, so sieht das aus. Das ist von Penhaligon's Vara. Das ist ein sehr, sehr schöner floraler Duft. Ihr seht ja den, ja, die Farbe da drin. Es ist schon, ja, so ein Gelb, aber so ein leicht dunkles Gelb. Ja. Der Deckel sieht so aus. Es sieht schon ein bisschen feminin aus, würde ich mal sagen. Aber ein sehr tolles Parfüm, was ich extrem feiere. Also ich mag dieses Parfüm eigentlich. So, wir machen mal Deckel ab, dann zeige ich euch mal den. Es ist nicht schwer, die Kugel, ja, ich weiß nicht, was das ist, ob das Glas ist. Ah, nee, ist Plastik. Ja, Leute, so sieht das aus. Ja, so sieht der Sprüh aus. Ah, gut, dann machen wir mal weiter mit dem zweiten. Als zweiten habe ich ein Parfüm aus Berlin. Das ist Frau Tonis Parfüm. Wartet mal, Leute, ich versuche mal den nochmal. So, ah ja, gut. Also die Entfernung müssen wir halten. Noch näher ran kann ich nicht. Ja, Frau Tonis Parfüm Nummer 30. The Arabic. Ja, ist natürlich eine leicht orientalische Richtung. Ein schöner, angenehmer, süßer, leicht süßer, aber wir kommen ja gleich auf die Düfte zurück. Ja, der Deckel ist jetzt nicht unbedingt so schwer. Es ist sehr schlicht gehalten. Ja, die ganzen Flakon von der Reihe, diese Nummerreihe, die sehen alle so aus. Ist schlicht gehalten, aber ein Top-Inhalt. So, dann kommt als dritten habe ich für euch, ja, ihr wisst ja, The Woods Kollektion. Ist einer der Marken, die ich zurzeit total feier. Ja, das ist die Wild Roses, also die wilde Rose. Ja, ich habe ja mein Video mal gezeigt, habe ja auch gesagt, die ganzen Flakon sehen alle gleich aus, aber Leute, guckt euch mal, die Verarbeitung ist sehr gut gemacht. Ja, hier steht nochmal der Name, The Woods Kollektion, ja. Eingraviert, schön eingearbeitet, Deckel sehr elegant, sehr schwer.
Ja, also massiv, also wirklich sehr gut gemacht. Ihr seht ja die Farbe, ja, es ist wirklich sehr schön. Auch so schön flüssig, dickflüssig bisschen. Also es gefällt mir total die Reihe. So, dann habe ich für euch, ja, ich hatte ja gesagt 3,5. Ja, das ist der halbe, das ist von Juliet has a gun in Netherwood. Ja, das ist dieser schöne hier, Flakon. Ja, alles weiß, so Keramik. Ja, das sieht so wie eine Keramik aus. Ja, der Deckel ist sehr schön schwer, ja, sehr massiv. Guck mal, ihr habt da nochmal eingearbeitet, ja, den Namen. So, der Sprüher sieht auch gut aus. Ja, also sehr gut gemacht. Ja, unten hast du nochmal so ein Gravur. Also sehr gut. Es ist eine Überraschung gewesen, der Duft für mich. Ich hatte ein bisschen Panik gehabt wegen Oud, aber Another Oud trifft schon sehr, sehr gut, Leute. So, dann kommt der fünfte. Das ist von Etat Libre, The Orange. Intense Incense. Ja, das sieht dann so aus. Hier ist der Name, ja. Der übliche Flakon, die sehen halt so aus, die Beschriftung, ja, halt mal durchsichtig, mal andere Farbe. Ja, ist natürlich ein sehr, sehr starkes Parfüm. Ja. Also extrem stark. Und ja, der Deckel ist schwer, gut gemacht. Sitzt gut, also sehr gute Qualität, Leute. Hier hast du nochmal das Logo eingearbeitet. Also sehr, sehr gut. Und Gold sieht schon sehr edel aus. Ne? Und dann hast du hier den Sprüher. Ja, auch sehr gut gemacht. Also sehr, 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 sehr tolle Teile. Ne? So, Leute, ich würde mal sagen, wir machen mal ein kleines Päuschen. Beziehungsweise ich mache mal an und aus und dann gehen wir langsam auf die Düfte ein. Ja, Leute. Jetzt geht es natürlich weiter. Wir fangen mal direkt mit dem von Penhaligon's an, den Vara. Das ist natürlich ein, diese Penhaligon's ist natürlich eine sehr, sehr, sehr alte Firma, sage ich mal so. Ich glaube, nur 1870 wurden die gegründet. Und ja, die haben halt viel Wert legen, die auf sehr schöne, saubere, edle Inhaltsstoffe. Ja. Das ist ein Rosenduft. Der ist schon einmalig und er ist natürlich Rose viel, ich sag mal, die Rose wurde sehr fein gehalten. Es ist kein Biest, dieses Parfüm, ne? Es ist sehr edel gemacht. Es hat viele Rosen drin, ne? Aber er bleibt, die Rose bleibt linear, sauber, nicht so stark. Sie ist zwar immer präsent, die Rose. Aber sie ist eine sehr weiche, angenehme Rose. So, ich lese euch erstmal schnell durch. Kopfnote, Quitte, Rosenwasser, Myrrhensamen, Koriandersamen. Also die Samen spielen auch hier eine sehr, sehr große Rolle. So, dann hat er noch Safran drin in der Kopfnote. Herznote, marokkanische Rose, Absolu, bulgarische Rose, Frisie, das ist auch so eine florale Note, indische Magnolie, Pfingstrose, Iris. So, dann hat er in der Basisnote Honig, weißer Moschus, Zedernholz, Sandelholz, Benzoin, Tonkabohne. Also ihr merkt, er hat sehr, sehr viel Inhaltsstoffe drin. Aber ich muss dazu sagen, der fängt. Ich musste natürlich alle erstmal ein bisschen eine halbe Stunde, 45 Minuten vorher sprühen, weil die performen alle unheimlich am Anfang. Ja, das sind natürlich sehr hoch. Ölanteile haben sie drin und die ballern sofort. Also das sind nun mal die Nischendüfte, sind am Anfang immer so. Der nicht. Der ist direkt von Anfang an sehr angenehm, sehr leicht zu mögen. Ja, ich habe den mal hier gesprüht. Wir sprühen den alle Sprüher mal durch. Ich will das nicht jetzt machen, sonst, Leute, ich komme dann nicht mehr mit den Düften hinterher. Er hat natürlich ein Opening. Das ist sehr schön gemacht. Die Quitte, dieses Rosenwasser ist wirklich ein Rosenwasser, sehr leicht. Aber diese Möhrensamen, Koriandersamen, das ist so, wie wenn du wirklich diese Samen in Mörser klein reibst und diese würzige, leicht cremige,
Ja, dieser Samengeruch, das bringt er. Und das ist so einmalig in diesem Parfüm. Safran ist, es ist alles leicht gehalten, Leute. Alle Noten, du nimmst gar nicht alle Noten wahr, weil die Rose ist doch immer ein, ja, ein oberster, ja, Front, sagen wir mal so. Und alles andere hängt hinterher. Deswegen, es sind viele Duftnoten, aber du nimmst gar nicht alle wahr. Na, es ist wirklich circa fast eine Stunde vergangen. Man nimmt die Rosen wahr. Es ist alles weich gehalten, Leute. Die Rosen, die floralen Noten, so eine leichte florale Note nimmst du, so eine hellen Noten. Ja, ja, Tonkabohne nimmst du wahr nach einer Stunde. Honig, Tonkabohne, das ist... Ja, das ist sehr schwer, einen Honig rauszuriechen, für mich natürlich. Natürlich auf der Haut ist es ein bisschen anders, Leute. Die hölzernen Noten, Zedernholz, Sandelholz, ja, die geben ihnen so eine leichte Cremigkeit, die Iris gibt ihnen eine Cremigkeit, schon eine leichte Pudrigkeit, aber alles sehr, sehr sanft gehalten. Ja. Die Rose ist immer im Vordergrund. Er ist sauber, er ist sanft. Es ist ein sehr schöner, weicher Rosenduft. Also ich mag ihn wirklich sehr. Aber das ist ja so ein Abendduft, so ein beruhigender Duft. Den kannst du zum Weggehen, zum Essen. Ja, das ist ein sanfter, beruhigender. Schon eine Dame würde ich ihn zu 60% mehr einordnen. Ein Mann kann ihn immer tragen, Leute. Hier, deswegen habe ich dieses Hemd angezogen. So, du musst schon ein bisschen hell sein. Das muss schon eine Eleganz haben, weil der Duft ist so elegant gemacht. So weich, so schön. So, die Quitte nimmst du immer. Also wirklich sehr toll gemacht. Ein ganz toller Duft, Leute. Haltbarkeit ist, wie gesagt, kein Biest. Er bleibt immer ruhig. Aber ich sag mal, er hat schon eine 8 Stunden Haltbarkeit. Die Performance... die Siage ist wirklich, muss so nah dran sein. Ich sag mal, das ist ein Meta-Siage. Ja? Ja, und der performt dann 3, 4, 5 Stunden, aber immer sanft, Leute. Und das ist nun mal sanfter, eleganter, er soll so sein. Es ist schon so, ist schon richtig, wie er ist. Das, was er macht, das soll er auch genauso bringen. Und das ist so ein toller Penhaligens. So, meine lieben Leute, ich mache immer nach jedem Parfüm eine kurze Pause, damit ich mich auf die Düfte einlassen kann, damit ich das ein bisschen kompakt halte, sonst, ich komme ja auch durcheinander, nicht? Also, wundert euch nicht, ich mache eine kleine Pause, gehe nochmal die Düfte in meinen Kopf durch, das sage ich jetzt nur einmal, bei den anderen mache ich das automatisch. So, bleibt einfach dran. Ne? So, Leute, der zweite Duft, um den es geht, ist natürlich der von Frau Tonis Parfüm. Ja, wie gesagt, das ist ein Berliner, ein kleines Nischenhaus, ist relativ unbekannt bei der Masse, bei Liebhabern schon. Die machen natürlich extrem gute Parfüm, die liebe Frau. Und ja, das sind wirklich sehr, 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 sehr gute, ein sehr gutes Haus. Wie gesagt, relativ unbekannt, aber Leute, dieses Parfüm, er wurde auf Parfumo, ich gucke gerade, so dermaßen wenig bewertet, wo ich sage, Leute, was ist los? Na gut, es waren auch nur für den Duft haben 14 Leute bewertet. Daran siehst du auch, dass der gar nicht so unter der Masse bekannt ist. Aber ich stelle ihn euch vor, weil der ist so besonders. So, Haltbarkeit haben auch nur 12 Leute bewertet und haben ihm eine 7,7 gegeben. Definitiv nicht, Leute. Dieses Ding hält locker 12 Stunden. Und dieses Ding hat eine Öligkeit drin, die so toll ist, wenn ihr den sprüht und ein bisschen ins, ja, ich sag mal, euch bewegt und euer Körper gibt eine Wärme ab, dann kommen die Duftmoleküle. Und glaubt mir, Leute, diesen Duft, der hat eine Sillage von 3-4 Meter. Ja, es ist aber ein sehr toller Duft. Ich lese euch mal die Duftnoten vor. Er hat keine Kopfnote, Basisnote und tralala. Deswegen habe ich den vorher gesprüht, weil diese Parfümart, die performt natürlich sofort hardcore. Also die ganzen Duftnoten haut da auf einmal raus. Und so diese Art von Parfüm müsst ihr ein bisschen Zeit geben. Ja, ihr müsst den so mindestens 20 Minuten geben, bis die ganzen Duftnoten sich beruhigen und das machen, was sie machen sollen.
wofür sie gemacht wurden. So, Duftnoten: schwarzer Tee, Quitte, Whisky, Moschus, Vanille. Also er hat 5 Duftnoten sind angegeben. Ich denke, da ist eine Holznote noch mit drin, aber jetzt nicht allzu. Ja, Leute, mein Akku ist gerade leer geworden. Ich habe das mal schnell getauscht. Ja, da ist eine Holznote drin, die gar nicht angegeben wurde. Aber jetzt, die Holznote gibt ihnen eher noch so eine Cremigkeit. Ja, mit der Vanille und Moschus. Also ich denke, da ist noch eine Holznote, die gar nicht angegeben wurde. Oder es ist das Whiskyfass, was die Holznote hat. Eher unwahrscheinlich. Ich sag mal, dieses Parfüm, schwarzen Tee, natürlich jetzt, wenn du die Duftnoten ja, vor dir hast und intensiv dran riechst, nimmst du eine leichte schwarze Teenote wahr. Wenn du die Duftnoten nicht hast, ist es sehr schwer, den rauszuriechen. Ja? Die Quitte riechst du, das ist eine schöne Fruchtigkeit. Whisky ist natürlich jetzt kein Whisky, den du trinkst. Nicht? Also das ist schon so eine Note. Also ich sag mal, Whisky im Glas, wenn er dran riecht, also das riecht ganz anders, aber es ist so eine angenehme Busi-Note, ja. So Whisky, leicht süß, so, ja, richtig gut gemacht. Es ist ein heller Duft, ja. Moschus hält ihn natürlich sehr hell, ja, sehr sauber. Und die Quitte und der Moschus ist wirklich sehr gut. Diese Kombination passt total gut. Die Vanille ist eine ganz sanfte, hält sich im Hintergrund, gibt eine leichte Süße mit der Whisky-Note, die gibt auch noch eine leichte Süße dazu. Also es ist ein fruchtiger, süßer, sauberer, ja, Duft, eine leichte Vanille, wie gesagt. Also es ist ein sehr, sehr tolles Parfüm. Haltbarkeit, Performance, Leute, der hält über 12 Stunden locker. Ja, es kann sein, dass ihr das nicht so wahrnehmt. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie, sag mal, eine Jacke anzieht und euch bewegt, dann drückt der Duft. Dann merkt ihr es, Alter, der ist ja immer noch da, nicht? Also, tolles Haus, checkt das Haus mal ab. Frau Tonis Parfüm, sehr gutes Haus. Ja, die hat schon einiges in ihr Sortiment, aber alle sind sehr gut, ja, sehr, sehr unbekannt, aber ein sehr exklusives Haus. Checkt das mal ab. Ja, Leute, als drittes Parfüm ist der von Woods Kollektion, die Wild Roses, wilde Rose. Der Name passt ganz genau, weil diese Rose ist wirklich die Ursprungsrose. Ja? Das ist eine schöne wilde Rose. Es ist jetzt keine Rose, die du jetzt kaufst und verschenkst. Es ist schon diese wilde, diese ursprüngliche Rose. Das macht ja wirklich gut. Aber Leute, so eine schöne Qualität dahinter. Ich lese euch mal vor und dann erzähle ich mal was zu dem Duft. Weil der entwickelt sich wirklich irre anders immer. Kopfnote, zitrische Noten, Herznote, Orangenblüte, Wildrose, Basisnote, Patchouli, Vetiver. Also er hat gar nicht, er hat ja nur 5 Noten drin. Ne? Und ja, ich habe mir das mal durchgelesen, was die Leute, es sind nicht viele, die den bewertet haben. Und da war einer, der ist mir aufgefallen, der hat halt geschrieben, es ist eine sehr synthetische Rose. Nein, Leute, das ist keine synthetische Rose, sondern die zitrischen Noten. Und die Rose, ja, die ballern sofort. Er ist natürlich ein sehr, sehr starkes Parfüm. Ölhaltiges Parfüm. Wenn du ihn sprühst, dann ballert die Zitrone, die zitrischen Noten, die Rose, die Orangenblüte. Das kommt alles zu viel auf einmal. Wie gesagt, ihr müsst diese Düfte ein bisschen ja, Platz lassen. Die brauchen ein bisschen Zeit. Natürlich hauen die alles auf einmal raus. Und zitrische Noten und Rose erzeugt natürlich, du denkst, das ist Synthetik. Nein, da ist nicht Synthetik. Leute, da ist kein Gramm Synthetik drin. Überhaupt nicht. Ja, das ist mir so aufgefallen und dachte, okay, da hat irgendjemand wieder was geschrieben, was gar nicht so hinhaut. Also, er ist in Opening
zitrische Noten sind schon sehr präsent. Mit der Rose, Orangenblüte, die drei Noten haut er sofort raus. Und er braucht eine Zeit, bis er sich beruhigt. Dann, die zitrischen Noten nehmen so nach einer halben Stunde, sind sie nicht ganz weg, aber so minimal. Orangenblüte nimmst du wahr, aber die Wildrose, Leute, das ist so eine tolle Wildrose. Patchouli ist so dermaßen gut getroffen in diesem Parfüm. Er gibt ihm so eine schöne, süße Vetiver. Er macht ihn so, der beruhigt die ganzen Noten, dieses Vetiver mit dem Patchouli, gibt er ihm eine Cremigkeit. Und wenn du, sagen wir mal, nach zwei Stunden ist die zitrische Note weg. Die Orangenblüte, die Wildrose, es gibt ihm so eine fruchtige Note. Du denkst, ab und an denkst du, boah, ist das eine schöne Himbeere. Es ist alles Rose und Orangenblüte. Er bleibt ruhig, er wird schön cremig. Ja, Patchouli macht ihn wirklich cremig, süß. Ein ganz toller Duft, Leute. Der ist so anders. Das ist natürlich ein Unisex-Duft, aber diese Rose, Leute, Männer, keine Panik, das ist wirklich eine ganz besondere Rose. Ich mag Rosendüfte extrem viel, aber dieser ist absolut mein Favorit, was Rosendüfte angeht. Ich glaube, ich habe in meiner Kollektion so circa 20 Rosendüfte, ja, teilweise kombiniert Rosen, Oud-Rose ist ja meistens, ja, diese orientalische Richtung ist nun mal Rose, Oud, Rose, Oud, aber die beiden, der Penhaligon's und der Woods Collection, Wild Roses, Leute, diese, so eine Rose, leicht gourmandisch schon, ja, so diese Himbeere, fruchtige, ja, wie kennt ihr noch diese Bonbons, diese runden mit, ja, so Himbeere und Vanille, diese gestreiften, ergibt ab und an genau diese Richtung. Das Parfüm bleibt weich, er performt schon ordentlich, also Haltbarkeit, Leute, über 12 Stunden, über 12 Stunden. Performance Sillage. Die Sillage 2,5 Meter. Ich sag mal, für die ersten 2-3 Stunden macht er das und dann geht er von 3 bis 5 Stunden ist die Sillage immer noch da, dann wird es eine 1,5 Meter Sillage. Also er hat schon eine gute Performance. Er drückt ab und an, ja, je nach Wärmesituation drückt er. Ja, aber gerade wenn du diesen Duft vergisst und dann nimmst du was wahr und denkst, was ist das? Ist das Himbeer? Ist das Rose? Also ein sehr toller Duft. Ein besonderer Duft. Ich sag ja, Damen können ihn tragen, Männer auch. Keine Panik, Leute, der ist wirklich sehr gut. Checkt den mal ab. Über diese Firma gibt es leider nicht viel nachzulesen. Aber Leute, glaubt mir, das ist ein absoluter Top-Produkt. Sehr gute Qualität. Ja, Leute, der vierte Duft ist von Juliet Hesegang. Another Oud. Ja, Oud. Ich habe den natürlich ohne zu testen gekauft. Ich war ein bisschen skeptisch, weil Oud ist nun mal eine sehr dominante, sehr dominantes Duft oder Inhaltsstoff. Aber dann habe ich so geguckt, ich lese euch mal vor. Kopfnote, Bergamotte, Himbeere. Also die Himbeere hat mich so, diese Fruchtigkeit. Und da habe ich gesagt, okay, das Himbeer, Oud, Leder, Himbeer, das ist immer eine gute Kombination. Und Another Oud, ein anderes Oud, war auch so, der Name hat mich so zum Nachdenken gebracht. Herznote Oud, Nolimbanol, das ist dieses moderne synthetische Stoff, was sie mit einmischen. Aber es riecht natürlich nicht nach Synthetik, Leute. Basisnote Moschus, Ambroxan. Ambroxan ist ja auch ein synthetischer Stoff, der sehr modern ist, der bei vielen Parfümen benutzt wird. Ihr wisst, ich bin jetzt kein Fan von Ambroxan, aber in diesem Fall ist Ambroxan Norlimbanol, Leute,
diese Namen. Molly Mambanol. Molly Mambanol. Sehr gut gemacht. Ja, die müssen auch so ein Zungenbrecher sein. Ja, und die geben dieses Parfüm, Leute. Also ich muss auch dazu sagen, das ist kein Biest, Leute. Er wurde auch, Duft wurde mit 7,1 bewertet. Ich finde, ein bisschen mehr kann man geben, weil der Duft ist schon sehr gut. Haltbarkeit 7,8. Haltbarkeit 7,8 kann ich damit leben. Also dieser Duft ist natürlich, diese duftniedrige Bewertung kommt daher, weil das Opening, die erste halbe Stunde drückt er schon. Ja? Da ist auch so eine dunkle Note mit dabei. Das ist natürlich, bis die Düfte sich beruhigen. Deswegen sage ich ja, ich habe die mit 40, 45 Minuten vorher gespielt, bevor ich angefangen habe, weil die müssen sich erstmal beruhigen. Und jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt haben wir über eine Stunde vergangen, Leute, und die Himbeere, gut, nimmst du gar nicht wahr. Also du nimmst wirklich kaum. Ich weiß nicht, als was ich Oud, ich würde ihnen so eine leicht holzige Note geben. Ja? Also es ist gar kein Oud. Aber diese synthetischen Noten mit den Moschus geben ihnen eine leichte Cremigkeit, geben ihnen natürlich eine Performance, der drückt dann der Duft. Der Ambroxan macht ihn natürlich auch sehr frisch. Ja? Moschus ist sehr gut, er macht ihn sauber, clean. Also es ist ein fruchtig, leicht holziger, cremiger, ein sehr toller, heller Duft. Du kannst ihn wirklich zu jeder Situation tragen. Ich weiß nicht, ich würde ihn sogar im Sommer tragen, denke ich, weil es ist kein Biest in Performance. Ja, ich sag mal, das ist wirklich die Siage von denen nach einer Stunde. Ja, eine Stunde lang kannst du sagen, 2 Meter, 2,5 Meter, okay. Aber nach einer Stunde gebe ich ihm eine stabile 1,5 Meter Siage und ich denke, er performt so. Ich habe ihn natürlich ein bisschen getestet. Und ja, die Siage ist so, ja, die Performance ist so, ja, 3-4 Stunden bleibt er weich und dann nimmt er langsam ab. Ja? Haltbarkeit würde ich sagen, 7 Stunden, stabil. Er ist natürlich immer noch da, Leute, aber die Performance, ja, das nimmt natürlich alles ab. Du selber wirst ihn noch an deinen Klamotten riechen, ja? Aber es ist ein sehr hautnaher Duft danach. Aber die Duft-DNA, sehr leicht zu mögen, lasst euch nicht von Oud abschrecken. Es ist wirklich ein anderes Oud. Und der Name trifft absolut. Es ist ein anderes Oud. Sehr toll, sehr leicht zu mögen, sehr linearer Duft. Fruchtig, leicht süß, cremig, sehr toll, sauber. Ja, die Flasche ist ja auch, seht ihr, Leute, alles weiß, hell. Alles ein heller, sauberer Duft, sehr toll gemacht, gefällt mir total. Ja, Leute, und als letztes, den habe ich natürlich bewusst ganz nach hinten genommen, weil er ist schon sehr stark. Und ja, der braucht wirklich eine Stunde, um sich zu beruhigen. Und ja, passt auf, ich lese euch einmal die Duftnoten vor. Also natürlich dieser hübsche Kerl hier. Das ist natürlich auch ein Unisex-Duft. Das sind alles Unisex-Dufte, Leute. Alles Unisex-Dufte. So, der hat keine Kopfnote, keine Herznote, keine Basisnote. Weihrauch, Rose, Leder, Iris, Zitrose, Eichenmus, Patchouli, Amber, Kreuzkümmel, schwarzer Pfeffer, Aldehyde. Ja, das ist wieder dieser moderne synthetische Stoffe sind das. Also dieses Parfüm ist die erste Stunde, natürlich ballert er die ganzen Inhaltsstoffe raus. Es ist ein sehr starkes Parfüm. Also die Haltbarkeit von diesem Parfüm geht weit über 12 Stunden. Es ist ein sehr starkes Parfüm. Es ist am Anfang Weihrauch, Leder, Kreuzkümmel, nicht? Das sind alles sehr starke Noten. Die geben so ein, ja, so ein, kennt ihr diesen dicken Elektrokabel, diese schwarzen, dicken, diesen Plastikgeruch gibt da. Es ist natürlich kein Plastikgeruch, Leute. Aber diese ganzen Duftnoten geben am Anfang so viel, alles auf einmal. Der muss sich wirklich beruhigen. Es ist keine synthetische Note in diesem Parfüm. Dieses Parfüm
wird nach einer Stunde so schön. Aber ihr müsst eine Stunde dieses Parfüm Zeit geben. Und das schreckt natürlich viele ab. Ja? Deswegen wirst du auch so eine Düfte kaum irgendwo zu testen haben. Weil wer, du testest dich und du denkst, boah, was denn das? Ja? Weil das ist die Kopfnote, ist nicht da. Der ballert alles auf einmal. Aber Leute, nach einer Stunde Weihrauch, es rauchig, leichte Rose, leichten helles Leder, Iris, Zitrose, leicht cremig ist, aber alles so alles linear. Also es ist die ganzen Duftnoten bleiben alle auf einer Linie. Im Prinzip nimmst du alles auf einmal wahr. Natürlich auf deiner Haut entwickeln sich diese Duftnoten immer anders. Ja, auf dem Duftstreifen ist nun mal gleiche Temperatur, alles ist gleich und alle Duftnoten performen gleich. Patchouli ist sehr schön gemacht, eine leichte Süße, Amber, eine leichte Mystigkeit, Kreuzkümmel. Ja, es ist wirklich alles sehr schön gehalten. Es ist natürlich ein Biest, dieses Parfüm, Leute. Also er hat eine Sillage von 3 Meter locker. Ja. Er ballert richtig auf der Haut. Natürlich durch die Hitze, die ganzen Duftmoleküle setzen sich frei. Performance, 4-5 Stunden performt er, Leute. Also ohne Probleme. Und dann wird er langsam, nimmt er ab. Er nimmt nicht abrupt ab, sondern er geht ganz langsam. Nimmt er seine Sillage, ja? Geht ganz langsam zurück. Also das ist ein sehr toller Duft. Ein sehr am Anfang komplizierter Duft. Also wenn ihr den kauft, oder wenn ihr den testet, auf jeden Fall auf eurer Haut, ja, und lasst den Duft wirklich eine Stunde Zeit. Also schreckt euch nicht, ihr müsst diesen Duft eine Stunde Zeit lassen. Erst dann entfaltet er sich. Erst dann fängt er an zu arbeiten. Davor haut er nur alle Duftnoten raus. Also ich mag ihn. Ich kann verstehen, dass der Duft wenig bewertet wurde. Die Haltbarkeit ist über 9 bewertet. Also das ist schon ein Biest. Es ist natürlich ein relativ durch die Gewürze dunkel gehalten. Also ich würde ihn nicht im Hochsommer tragen, vielleicht in kühlen Abenden, nur so wenige Spritzer. Es ist schon ein sehr starkes Parfüm, aber es ist ein sehr, sehr besonderes Parfüm. Also ich mag den total, aber wie gesagt, es wird warm und da muss man vorsichtig sein mit dieser Duftart. Aber ein sehr tolles Teil. Ah, Leute. Also falls ihr irgendwo eine Möglichkeit habt, diesen zu testen, testet ihn auf eure Haut. Ich würde alle auf meine Haut testen. Nicht? Das sind nun mal sehr starke Düfte, das sind Nischendüfte. Und ja, bis auf den Penhaligon sind alle anderen sehr, sehr stark. Aber alle Inhaltsstoffe sehr gut, sehr edel, sehr rein gehalten. Also das merkst du schon. So Leute, jetzt sprühen wir mal einfach eins nach dem anderen durch. So, erstmal der Penhaligon, ja, ich hoffe, man sieht das. Ja, sehr direkt, sehr neblig, aber sehr direkt da. Oh Leute, also diese Samen, das ist so irre und knatter gemacht. Also richtig gut. Boah, das in der Luft ist ja natürlich extrem stark, kommt er gleich. Obwohl er sanft ist, nicht? So, dann sprühen wir mal den Frau Tonis. Ja, ist ein sanfter, direkter, leicht nebelig. Ja, ein sehr toller, ja, einzigartiger Duft, Leute. Also, der Sprüher ist gut. So, dann kommt natürlich mein Lieblingshaus, was im Moment mein Lieblingshaus ist. Ich hatte ja in den anderen Video gar nicht gesprüht, aber die Sprüher sind alle gleich. Also, ja, sehr schön, direkt, nebelig. Oh, Leute, diese Rose ist ein Knaller, ja. Oh, diese schön cremige Rose, ein Wahnsinn. So, bei denen geht es nur um die Sprühe. Ich habe ja gesagt, die ersten halbe Stunde, Stunde sind die ein bisschen anders. Aber jetzt geht es um den Sprüher. Ja, sehr fein, sehr nebelig. Ja, Leute, er ist am Anfang ein bisschen dunkel, dann der braucht ein bisschen Zeit. So, und der ist natürlich hardcore stark am Anfang, also Anfangsnote dürfte nicht ausgehen, ihr müsst ihm wirklich Zeit geben. So, Leute,
Ja, sehr toller Sprüher. Sehr direkt. Ja, Leute, der ist extrem stark am Anfang. So, liebe Leute, das waren meine, ja, einer meiner Nischenlüfte. Fünf hatte ich euch vorgestellt. Ja, meine Videos gehen, ihr wisst, mal ein bisschen länger. Aber ich versuche euch ein bisschen so Hintergrund, so die Effekte zu beschreiben. Ja, das ist, ihr könnt ja eine kleine Pause immer zwischendurch machen. Aber ich finde, lieber beschreibe ich die Düfte so, als ob ich hier rumhüpfe und irgendwas kurz ziehe und nur ja, mein Video, mein Ding mache. Nein, nein. Es soll schon seine Ordentlichkeit haben und dann dauert es halt ein bisschen länger. Ja? Ich hoffe, ihr seid geduldig mit mir. Ja? Aber es lohnt sich. So, liebe Leute, in dem Sinne, ja, bleibt auf jeden Fall alle gesund. Ja, Wetter ist herrlich. Ja? Ja, bleibt dran, ihr wisst. Und auch ist der Bescheid. Bis zum nächsten Mal, quasi bis morgen.